Hier werden nochmal kurz Testtheorie und T-Tests wiederholt. Die Grundfragestellung bei einem Versuch ist ja immer, ich mache irgendeine Behandlung und schaue, hat diese Behandlung einen Effekt. Hier rechts ein Beispiel, ich gebe ein Medikament und dann schaue ich, ob der Blutdruck gesenkt wird durch dieses Medikament. Also man fragt immer, macht die Behandlung einen Unterschied? Und dazu gibt es immer dieselben zwei statistischen Hypothesen. Die Nullhypothese, es gibt keinen Unterschied, oder die Alternativhypothese, die Behandlung macht einen Unterschied. Wenn ich keinen Unterschied finde, nehme ich die Nullhypothese an. Das Kriterium dafür ist, ich mache einen statistischen Test, ermittle eine Irrtumswahrscheinlichkeit, und wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit größer 5% ist, akzeptiere ich H0. Wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 5% ist, akzeptiere ich H1. Bei statistischen Tests hat man immer ein Grundprinzip, es gibt drei Einflussfaktoren. Ich glaube einen Effekt, wenn der Mittelwertsunterschied groß ist zwischen zwei Stichproben im Vergleich zu einem kleinen Mittelwertsunterschied. Oder ich glaube dem Effekt eher, wenn die Varianz klein ist im Vergleich zu, wenn die Varianz groß ist. Also hier ist der Abstand der Mittelwerte ähnlich wie hier, aber im rechten Beispiel ist die Varianz kleiner. Oder ich glaube einen Effekt eher, wenn eine Stichprobe hoch ist. Und alle drei Faktoren werden in der statistischen Kenngröße T zusammengefasst. Also je größer der Effekt ist, also je weiter die Mittelwerte voneinander sich unterscheiden, desto größer ist dieser Term der Mittelwertsdifferenz. Die zweite Sache, wenn die Varianz niedrig ist, glaube ich, dass er eher, und hier wird durch die Standardabweichung, die gepolte Standardabweichung dividiert, wenn durch einen kleinen Wert dividiert wird, wird der T-Wert, die statistische Kenngröße, groß. Und der dritte Einflussfaktor ist ja die Stichprobengröße, die hier mit Wurzel n eingeht. Und dieses Testprinzip gilt für alle Tests. Je höher die statistische Kenngröße, also T des T-Tests, F der Varianzanalyse, R der Korrelation, das Chi-Quadrat, desto kleiner ist der P-Wert. Hier als Beispiel für den T-Test, der T-Wert, also jetzt für einen bestimmten Freiheitsgrad, je größer der T-Wert, desto kleiner wird der P-Wert. Also desto signifikanter wird mein Ergebnis, desto eher akzeptiere ich die Alternativhypothese. Die Wahrscheinlichkeit kommt folgendermaßen zustande. Die Annahme ist ja immer Nullhypothese, also zwei Mittelwerte sind gleich. Dann sollte der Abstand zwischen diesen beiden Mittelwerten klein sein und t sollte nahe Null sein. Und wenn ich jetzt aus einer Population zwei Stichproben ziehe, von denen ich also weiß, dass beide Mittelwerte gleich sind, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass durch Zufall beide Mittelwerte verschieden sind. Also, wenn die Mittelwerte gleich sind, ist es unwahrscheinlich, dass ich ein hohes T erhalte. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit aufgetragen. Die Fläche hier insgesamt ist 1, also 100% Wahrscheinlichkeit. Und je weiter T sich von 0 entfernt, desto unwahrscheinlicher ist es. Und hier ist ein Beispiel dargestellt für ein T, für ein bestimmtes T. Wenn dieser T-Wert überschritten wird, dann ist die Fläche unter der Kurve hier rechts 2,5%, hier links 2,5%, beide zusammen sind also 5%. Und wenn also mein T in diesen Bereich oder in diesen Bereich fällt, dann sagen wir, das ist unwahrscheinlich, dass es einfach nur zufällig ist in diesen beiden Stichproben. Wahrscheinlich stammen die beiden Stichproben aus einer unterschiedlichen Grundgesamtheit. Dieser T-Wert hängt ab vom Stichprobenumfang. Hier sind so ein paar Beispiele. Also der T-Wert ist größer bei einem kleinen Stichprobenumfang und je größer der Stichprobenumfang wird, desto kleiner wird dieser grenzwertige T-Wert. Aber er liegt in der Regel so im Bereich von 2 oder knapp darüber. Wir haben auch über den einseitigen T-Test gesprochen.
Es könnte zum Beispiel sein, dass die Heilungsdauer nach einem Medikament kürzer ist, als wenn ich kein Medikament gebe. Also die Alternativhypothese wäre dann, Mittelwert A ist kleiner Mittelwert B. Und die Nullhypothese sagt, das Medikament verbessert die Situation nicht. Dann ist mit Medikament der Mittelwert A gleich oder eventuell sogar größer als Mittelwert B. Natürlich gibt es immer zwei einseitige Alternativhypothesen. Es gilt nach wie vor, je größer T, desto unwahrscheinlicher ist das. Und die Summenwahrscheinlichkeit setzt sich hier ein bisschen anders zusammen. Also hier ist wieder 100% der Wahrscheinlichkeit aufgetragen. Und je größer T ist, diesmal nur in eine Richtung, also nicht in die andere Richtung, nur in einer Richtung, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das zufällig zustande kommt. Und da die Grenze der Irrtumswahrscheinlichkeit in diesem Fall ebenfalls 5% beträgt, also normalerweise habt ihr das als Alpha gelernt, Alpha ist konstant 5%, deswegen kann mit einem etwas kleineren T-Wert die Signifikanzgrenze überschritten werden, da nur auf einer Seite die Wahrscheinlichkeit zusammengezählt wird. Im Beispiel vorhin, beim Stichprobenumfang von 30 war der T-Wert 2,04, wenn es zweiseitig war. Hier ist er 1,7, wenn es einseitig ist. Einseitige Signifikanz wird also eher erreicht. Um das zusammenzufassen, normalerweise sind Tests zweiseitig und ich darf Erhöhungen und Erniedrigungen gleich interpretieren. Ich mache ein Experiment und dann kommt eins von beiden raus und ich darf beides als signifikant testen und interpretieren. Einseitig sind seltene Tests, also vor allen Dingen in der Grundlagenforschung eigentlich fast nie vorhanden. Eine Voraussetzung ist, dass ich a priori, also vor der Datenerhebung, festlege, dass ich einseitig teste und in welche Richtung. Wenn ich die Daten gesehen habe, darf ich das eigentlich nicht mehr machen. Eine Alternativhypothese könnte also zum Beispiel sein, Mittelwert 1 ist größer als Mittelwert 2. Dann ist die Nullhypothese, Mittelwert 1 ist nicht größer als Mittelwert 2. Die Aussage ist, wenn ich H0 annehme, Mittelwert 1 ist nicht signifikant größer als Mittelwert 2. Also ich sage nicht, ich habe keine signifikante Differenz gefunden, sondern ich sage, der ist nicht signifikant größer. Ich muss das auch sagen, wenn Mittelwert 2 sehr viel größer ist als Mittelwert 1. Auch dann sage ich nur, Mittelwert 1 ist nicht signifikant größer als Mittelwert 2. Und wenn Mittelwert 2 größer als Mittelwert 1 ist, muss ich gar keinen Test machen. Dann kann ich von vornherein sagen, ich habe keine signifikante Erniedrigung gefunden. Die Aussage der Alternativhypothese ist, Mittelwert 1 ist signifikant größer als Mittelwert 2. Wir haben besprochen, wie man P angibt. Also die einfache Regel ist einfach 4 Stellen nach dem Komma. Und das kleinste P, das man angibt, ist 0,0001. Aber besser ist es, ich mache nur die ersten zwei Nachkommastellen, die nicht 0 sind. Also 0,027 und so weiter. Und das kleinste P, das ich angebe, ist 0,0001. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es so mit Sternchen, 1, 2, 3 Sternchen verschiedene Signifikanzniveaus gibt. Jetzt zur Klassifizierung der T-Tests. Wir haben ja 4 T-Tests durchgenommen. Die Alternativhypothese ist in der Regel, dass es einen Unterschied gibt zwischen zwei Mittelwerten. Die Ausnahme ist der Einstichproben-T-Test. Da mache ich nur eine Stichprobe und schaue, ist der verschieden von einem Fixwert, also hier zum Beispiel 100%. Der normale T-Test, das ist der Zwei-Stichproben-T-Test mit gleicher Varianz. Bei Excel ist es T-Test mit gleicher Varianz. Bei Jump muss ich den unter ANOVA gepooltes T rechnen. Er vergleicht zwei Mittelwerte. Das Skalenniveau ist x ist nominal, y ist kontinuierlich und eine Voraussetzung ist, dass die Daten circa symmetrisch sind, weil ich rechne ja einen Mittelwert und Mittelwert darf ich nur rechnen, wenn die Daten ungefähr symmetrisch sind. Nullhypothese, beide Mittelwerte sind gleich. Alternativhypothese, beide Mittelwerte sind verschieden. Und bei Jump findet man die zweiseitige, also die normale Irrtumswahrscheinlichkeit unter diesem T-Betrag.
Wir haben auch den Welch-Test durchgenommen. Beim normalen T-Test, also den mit gleicher Varianz, muss ich den Test nicht angeben, aber bei zum Beispiel dem Welch-Test muss ich den angeben. Beim T-Test gleicher Varianz, das ist ein Test, der ist üblich und verallgemeinerbar. Das habe ich euch ja in diese Aufgabe geschrieben, dass das ein Spezialfall der Varianzanalyse ist oder sogar der generalen linearen Modelle, ist also verallgemeinerbar in allen möglichen Testdimensionen. Das ist der Welch-Test nicht, deswegen wird der seltener genommen. T-Test und Welch-Test testen beide Mittelwertdifferenzen. Hier sieht man, dass der Standardfehler oder die zugrunde liegende Varianz höher ist. Wir haben Beispiele gerechnet bei gleicher Varianz, T von 14, Kraftfreiheitsgraden 3,84, da kriegt man einen niedrigeren P-Wert. Beim Welch-Test ungleiche Varianz, da kriegt man gebrochene Freiheitsgrade, der T-Wert wird nicht korrigiert, sondern die Freiheitsgrade werden korrigiert und der P-Wert ist immer ein bisschen höher. Und bei Jump muss man ein bisschen aufpassen, der Welch-Test wird als T-Test angegeben. Wir haben auch den abhängigen T-Test besprochen. Da ist sehr wichtig, dass die Daten vom selben Individuum, demselben Mensch, demselben Tier, derselben Pflanze erhoben wurden. Wir hatten ein Beispiel mit 5 Tieren, ohne und mit einer speziellen Bedingung. Und ohne Bedingung, wenn man einfach einen normalen T-Test gerechnet hat, war das nicht signifikant, weil man eine hohe Varianz hatte, einen hohen Standardfehler. Und der Standardfehler kam hauptsächlich dadurch zustande, dass die Tiere stark variiert haben. Und das sieht man hier auch, also die Tiere waren sehr stark verschieden, aber alle Tiere haben eine Abnahme durch die Bedingung gekriegt. Und wenn ich jetzt den Zwei-Stichproben-T-Test gerechnet habe, war das signifikant. Woher kommt das? Hier wurde immer die Differenz des zweiten vom ersten, des zweiten vom ersten gerechnet. Und wenn man das aufträgt, die Differenz, dann sieht man ganz klar, dass man hier eine sehr viel kleinere, hier sehr viel kleineren Standardfehler hat. Der Abstand ist mehr als 2 Standardfehler, also das ist auch grafisch schon signifikant. Hier wird also der Einfluss des Individuums rausgerechnet. Das interessiert einen oft nicht und es wird sozusagen nur die Differenz, die Richtung durch die Experimentalbedingungen gerechnet. Oft ein sehr cleverer Test, den wir später nochmal durchnehmen werden. Wir haben also zusammengefasst 4 T-Tests. Der normale ist der Zwei-Stichproben-T-Test mit gleicher Varianz. Es gibt auch einen mit unterschiedlicher Varianz. Als letztes gerade haben wir den abhängigen T-Test und im Termin eine Woche früher den Einstichproben-T-Test besprochen. Jeder dieser T-Tests ist zweiseitig und in 2 Richtungen einseitig verfügbar. Und hier oben sind so ein paar Beispiele, wie man den T-Test angibt. Beim T-Test gleiche Varianz zweiseitig, also beim normalen T-Test gibt man gar nichts an, sondern einfach nur den T-Wert, Freiheitsgrade und die Irrtumswahrscheinlichkeit. Bei einseitigen Testen muss man einseitig angeben. Alle anderen T-Tests muss man angeben. Einstichproben-T-Test muss ich dann sagen, das ist Einstichproben-T. Wenn ich es kombiniere, abhängiger T-Test und einseitig, dann muss ich beides angeben. Abhängiges T, einseitiges P. Und bei ungleicher Varianz empfehle ich Welch-T anzugeben. Noch ein kleines Achtung am Schluss. Ein signifikanter statistischer Test ist kein Beweis, er ist nur eine Entscheidungshilfe. Wir haben eine Menge Fehlermöglichkeiten. Es kann immer ein Zufall reinspielen, weil die Irrtumswahrscheinlichkeit ist immer größer 0. Und hier sind eine Menge Fehlermöglichkeiten aufgezählt, die ihr alle in ÖB2 zum Beispiel gelernt habt. Nicht repräsentative Stichprobe, Ausreißer und so weiter. Also wir können eine Menge experimenteller Fehler machen, die dazu führen, dass wir einen signifikanten statistischen Test haben. Oder es kann einfach reiner Zufall sein. Das Zweite ist, wenn ich statistische Signifikanz gefunden habe, bedeutet das nicht inhaltliche Relevanz. Hier abschließend eine kleine Gegenüberstellung. Ich habe links einen deutlichen Unterschied und rechts einen kleinen Unterschied.
Also links geht es von 13,5 auf 16, rechts von 14,5 auf 15,6. Die n-Zahl links ist klein, die n-Zahl rechts ist hoch, der t-Wert ist in beiden Fällen identisch. So habe ich das konstruiert. Die Freiheitsgrade unterscheiden sich entsprechend der n-Zahl. Der p-Wert ist im linken Beispiel 0,043, ist also schon signifikant, aber sehr knapp. Im rechten Beispiel 0,024. Man könnte jetzt also sagen, das rechte ist nur die halbe Irrtumswahrscheinlichkeit, ist also doppelt so signifikant wie das linke Beispiel und ist deswegen bedeutender und hat mehr Relevanz. Das wäre aber falsch. Es hat mehr Signifikanz, aber es hat nicht mehr Relevanz. Das linke Beispiel hat einen deutlich größeren, 2,5-fachen Mittelwertsunterschied wie das rechte Beispiel. Das hat also mehr Relevanz und deswegen, hauptsächlich wegen dem großen Stichprobenumfang, hat eine höhere Signifikanz. Das bedeutet also nicht dasselbe.